This is op- nein, this is a free sex cam girl. I started following you auf Twitter. Das ist supi. Wen interessiert der Scheiß? Oh, ihr seid ein bisschen zu weit gegangen. Wow. War echt so, was geht gerade? Ebenfalls bekannt als das fucking Ding mit den Elfen. Hallo, yo, wieder einmal. Seit neuestem machen wir ja einige davon, ohne wirklich Video zu machen. Egal, wieder ein nettes kleines Zusammensein am Dienstagabend. Wieder mit Tamako. Moin. Jo. Und Lilian. Lilian. Ja, dann geht die ganze Zeit. Darfst mich auch Lili nennen. Oh, Lili. Hallo, Lili. Ist das nicht herrlich? Ach, wir sind jetzt alle so nahe gekommen in den letzten Tagen. herrlich. Jo, heute mehr oder weniger umgezogen. Wir haben ja keinen Plan, wir haben ja keine Idee, wir haben ja eigentlich gar nichts. Das ist sehr positiv. nee. Heute nur mal so, war Hausaufgabe der letzten Tage, einfach nur, sucht euch 4 Animes raus, die keine deutsche Lizenz haben. Und, ja, mit ein paar kleineren Nebenaufgaben, so Marke, nicht zu unbekannt, nicht zu gebräuchlich, aber möglich, dass sie vielleicht einmal noch im deutschen Raum auftauchen könnten. Oder vielleicht geplant waren und dann vielleicht nie kamen, im Raum der letzten 5 Jahre. Ich hätte ja auch gemein sein können und sagen, ja, machen wir was aus den 80ern. Dann wäre es ein bisschen traurig geworden, dann könnte wieder ich noch eine Stunde lang. Hätte knapp werden können. Ich hätte schon was gefunden. Gefunden, ja. Hättest du was dazu sagen können? Ob ich es gesehen habe? Oh ja, teilweise schon, oh ja. Teilweise, von allen 5 Minuten. Okay, also jeder von uns hat ungefähr 4 Animes. Wir werden sehen, wer wir kommen, ohne dass wir über stundenlanges gebrabbelt, über sich einige aufregen anscheinend. Keine Ahnung, scheint einige zu ärgern. Aber auf jeden Fall, wie es der Brauch ist, sagen wir mal Ladies first. Erzähl uns mal, was du für uns heute hast. Ich hab Kamisama Kiss. Jawohl. Und Shingeki no Bahamut. Nein. Oder meinst du jetzt, dass ich darüber was reden soll? Ja, das war eigentlich so geplant. Okay, ich dachte, also, das hat mir klar gemacht. Jeder nach der Reihe. Du erzählst, ich erzähle oder Tamara erzählt und dann geht immer so schön im Kreis, dass jeder einmal okay drankommt. Also in Kamisama Kiss geht es um die Nanami. Mhm. Ihr Vater war spielsüchtig und hat sich verschuldet und dann kam sie auf die Straße und hatte kein Zuhause auf einmal. Und sie trifft auf einmal einen jungen Mann, der im Park sie zufällig trifft. Und es stellt sich raus, dass der junge Mann einer der alten Götter ist. Und sie reden kurzzeitig und dann verabschiedet er sich von ihr und küsst sie dann auf die Stirn. Und er sagt ihr noch zum Schluss, ja, sie soll zu dem Schrein gehen. Und als sie auf einmal zu dem Schrein kommt, stellt sich heraus, dass sie die neue Göttin dieses Schreins ist. Und hat von der Zeit an ein Fuchsgeist, der sich Tomoe nennt, als Diener. Und hat viele Abenteuer zu bestehen, sagen wir mal. Auf ihrem Weg, dass sie eine bessere Göttin wird. Sie verliebt sich auch in den Fuchsgeist, also in den Tomoe, immer mehr. Und will halt schauen, dass er sich von seinem alten Gott, sagen wir mal so, mehr lösen kann. Weil er sich sehr zu ihm hingezogen gefühlt hat, aber eben der junge Gott ist dann abgehauen, weil er nicht mehr wollte. Ah. Na dann. Also typisch etwas für Mädchen und eben. Ja, genau. Sehr viel Romantik, sehr viel. Sehr viel Glitzer und Sternchen. Ja. Und Witz. Wieso denke ich auch andauernd? Ich habe davon, glaube ich, nur 2 oder 3 Episoden gesehen. Aber ich habe aus irgendeinem Grund online und auch hier so Fruit Basket Vibes davon bekommen fast. Kann das sein? Oh ja, wenn du es jetzt so sagst, es hat schon ziemlich Ähnlichkeiten. Nein, nicht wegen Arzt oder so, das nicht unbedingt, aber so von der Szenerie her, wie gesagt, alles gesehen, also.
Also, definitiv, es wäre auf jeden Fall was, wo sie die weibliche Demographic auf jeden Fall ansprechen könnten, wenn sie wollten, aber wie gesagt. Also, ja, das kann man schon sagen. Wem Fruit Basket gefallen hat, dem gefällt Kamisama Kiss auch definitiv. Würde ich auch sagen, ja. Also, es ist auf jeden Fall definitiv nichts zu übermäßig Kitschiges. Ja, es ist sehr viel Kitsch drin, aber noch nicht Trieffaktor-mäßig. Nach dem, was ich jetzt gesehen habe, zumindest. Also, es ist knuffig, es ist niedlich, es ist lieb. Ja, yeah. Also das wäre interessant. Also wie gesagt, man bekommt es von Funimation Entertainment, bekommt man es zugeliefert. Also die Möglichkeit besteht, es zu kaufen, nur halt eben nicht im deutschsprachigen Raum. Jo, Tamago, nächster oder außer ich? Mio so minum. Ja, was? Dann mach ich einfach mal. Mach mal. Also wäre meine erste Serie, die ich einfach mal aus dem Zufallsprinzip aus einer etwas größeren Liste rausgenommen habe. Jinryu wa suitai shimashita. Auch bekannt als Humanity has declined. Yeah. Ebenfalls bekannt als das fucking Ding mit den Elfen. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da spontan GIFs und so, das haben wir auch in anderen Podcasts schon gehabt, so quasi. Yeah, die Dinger sind creepy. Die kleinen Grinsegesichter, ehrlich. Oh. Und natürlich ebenfalls, und da ist ja aus da, wie war es noch, es wurde ja auch außerhalb, also nicht, es wurde nicht einmal in Order geehrt, es wurde ja wieder mal kreuz und quer ausgestrahlt. Ja, na, es wird praktisch rückwärts, also das letzte Kapitel zuerst und dann weiter zum ersten Kapitel. Mhm. Ja, ist es heute eigentlich so gedacht oder war das eigentlich mehr oder weniger nur so wie so eine Ausstrahlungsgeschichte? Gehe einfach mal davon aus, also ich kenne jetzt die Novel nicht, auf der es basiert, aber ich gehe davon aus, dass es so geplant war, weil das so schon doch so durchgezogen wird. Also, ist halt auch ein schöner Einstieg gewesen, so mit diesem. Ja, aber schön. Aber auf jeden Fall, vielleicht wäre es erstmal interessant zu erklären, worum es geht. Ja, bitte sehr, bitte. Es spielt also praktisch in einer Art postapokalyptischen Erde, wo die Menschheit praktisch auf Mittelalterniveau von der Technik zurückgefallen ist und eine Rasse von kleinen Elfen sehr, sehr creepy wie soll man so beschreiben? Sehr interessanten Charakteren, die Elfen. Ja. Yeah. Hat praktisch die Erde mehr oder weniger übernommen und sind auch die einzigen, die noch mit Hochtechnologie arbeiten können. Und die Hauptfigur, die namenlose Hauptfigur, ist praktisch als Botschafter zwischen Menschen und diesen Elfen tätig und erlebt dabei absolut Mindfuck-Abenteuer. Ja, also Mindfuck, ja. Yeah. Es ist sehr bunt, es ist sehr schräg. Es ist sehr bunt, sehr schräg. Es hat einen derben Humor. Ja. Teilweise recht dunkel. Ja, komische Anspielungen vor allem, würde ich mal sagen. Also komische Movie- und Serienreferenzen sind drinnen. Wenn man es beschreiben müsste, falls jemand die uralte Version der Alice-Cartoons kennt, Alice im Wunderland, okay? Ebenfalls aus Japan kommend, aber halt eben für Europa produziert. Und ungefähr so, das Intro ungefähr so, wie das damals war, ist das diese Serie ungefähr. Yeah, sehr bunt, sehr schräg und auf diversen Orten sehr creepy einfach nur. Und aber halt eben sehr bunt, was allgemein ein bisschen verstörend ist, glaube ich fast. Ja. Es ist auf jeden Fall nichts Düsteres, in dem Sinne, es ist irgendwie so, schwermütiger so. Es hat halt doch das ein oder andere Mal so den Kontrast drin. Es ist ja bunt, auf der anderen Seite auch teilweise mit einem sehr dunklen Humor. Das auf jeden Fall, ja. Aber auch sehr strange Humor, würde ich sagen. Ja, und auch sehr, sehr strange. Sehr, 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 sehr strange. Auf jeden Fall, yeah. ist auf jeden Fall auch zu haben bei Sentai Filmworks, Crunchyroll. Ebenfalls aus England oder halt in den USA zu importieren. Tja, wie gesagt, Das glaube ich war aber nie im Gespräch, dass man es zu uns bringen könnte, aber es ist eigentlich mehr oder weniger aufgekommen und verschwunden gleich wieder.
Es ist so eine Sache, die müsste man nochmal bewerben. Nein, ich sage es mal so, Und für die heutige Zeit ist es einfach ich. zu strange, dass da würden die meisten nicht mitkommen wahrscheinlich. Aber ja, aber ich denke, es wäre eine interessante Sache auch von der Lokalisierung, weil es wirklich sehr wenige irgendwie Charaktere hat oder so. Also es, jetzt bis auf die Übersetzung der Witze und alles wahrscheinlich nicht so aufwendig bei der Lokalisierung sein würde. Und ja, das war der Grund, warum es bei mir auf die Liste gewandert ist, weil ich denke, dass eine sehr gute Lokalisierung geben könnte davon. Ja, es geht ja um die Frage, wer würde es dann lizenzieren? Das ist dann die andere Frage. Naja, auf jeden Fall, nee, also es wäre interessant, es bei uns zu haben. Ich wüsste nur eben nicht, wen die da sowas verkaufen könnten. Weil, wie gesagt, es ist zu weit draußen irgendwie mit dem Humor, vor allem was das angeht. Schwer zu sagen. Ehrlich gesagt, schwer zu sagen. Es wäre nicht schlecht, aber. So, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Geheimtipp und ein kleiner Hit werden könnte, Ja, aber. also auf jeden Fall zu empfehlen ist es auf jeden Fall für alle, die was anderes sehen wollen, einmal. Also wenn du jetzt vor allem auf bunte Sachen stehst, die wirklich ein bisschen stranger sind und nicht unbedingt immer die über drüber Comedy haben willst, Comedy ist drin, aber nicht so viel, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also wie gesagt, man kann Viel es importieren, Ironie. also und so wie ich das Sehr gesehen habe, ironisch, der was? die Hauptfigur ist so ein bisschen. Recht hat eine recht zynische und desillusionierte Weltansicht. Naja, Auch ja. ein bisschen auch tüchtig egozentrisch. Ja, Das ist ja. immer ein Pluspunkt. Daher kommt meine Idee her, dass es mich so stark an Alice im Wunderland erinnert, irgendwie. Die Kommentare ist also auch mir irgendwie an die alten Alice im Wunderland Sachen erinnert, irgendwie. So, die Aussagen, die sie tätigt an einigen Stellen. Ob es Absicht war oder Zufall ist, ich weiß es nicht. Also. Naja, auf jeden Fall, ja, war er der Empfehlung. Yeah, Humanity has declined. Okay, dann mache ich weiter mit etwas, wo ich weiß, dass es geplant war und man bekommt es sogar jetzt sogar überseemäßig etwas schwerer, zumindest nicht mehr zu einem vernünftigen Preis, ist Katanagari. Na, Katanagatari. Ich glaube, ich weiß, was richtig bin. Also. Ui, ich glaube, ich hätte die Liste rüberschicken sollen, die ich mache, oder? Hätte vielleicht geholfen, dass wir uns auch mal angucken können, was du dir so ausgesucht Okay, dann machen hast. wir am besten hier mal kurz eine Pause und ich schicke euch die Liste mal rüber, okay? Hurra! So, dann ja, machen wir mit meinem ersten Titel weiter. Ha 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 ha. Falls jemand gemerkt hat, das hat es dann einen Schnitt gegeben und das waren jetzt ungefähr schon drei Versuche. Yeah! Es war dann Katana Gatari. Ist das richtig so? Glaub so. Ja. Ich weiß nicht, ich überschlage mich andauernd damit, weil es zu viel A's drin hat. Ah, ist ein bisschen mein Schwachpunkt. Dann Eine nimm der die Ka Serien. Bitte? dann nimm die Katana, das Schwert, und dann füg Gatari hinzu. Ja, das war auch mein Versuch jetzt gerade, deswegen habe ich auch etwas gestockt, deswegen. Ja. Und wiederum, nein, es hat nichts mit Baku-Monogatari zu tun oder sonst irgendwas, sondern mit Mono-Monogatari oder sonst irgendeine Gatari-Sache. Nein! Es wäre ganz was Eigenes. Es wäre ganz was Eigenes, ist das also ein kleines historisches Ding in Bezug auf, ein Schwertmeister, wie ich den Namen richtig sagen kann, das wäre dann, Shikitsaki Kiki, ohne Scheiß. Hat über 1000 Schwerter produziert und der aufsteigende Shogun hat 988 davon gesammelt. Das waren aber alles Übungsstücke anscheinend. Und nur die letzten 12 sind wirklich legendäre Schwerter. Und ein junges Mädchen macht sich deswegen auf die Suche, diese Schwerter zu sammeln. Dabei trifft sie auf einen Typen, der in einem Wald lebt, zur Marke Mowgli, mit einer so eine kleine Lolli-Wald-Gottheit oder so etwas Ähnlichem. Und das ist so mehr oder weniger so eine richtige Son Goku-Geschichte, okay?
Also er ist so ein Typ, der wirklich von irgendwie nichts eine Ahnung hat, aber in allen der Beste ist. Also, yeah. Er ist unglaublich stark, er ist unglaublich schnell, er ist unglaublich cool vielleicht, keine Ahnung, aber hat ein ziemlich ein dumpfes Gemüt. Also in mehr oder weniger kann nichts schocken in dem Bezug. Also er ist mehr oder weniger so freaked out. Er ist so ein typischer New Yorker, mehr oder weniger. Yeah, und die beiden machen sich auf die Suche nach diesen 12 legendären Schwertern. Und ehrlich gesagt hat es mich gewundert, weil das Ding war in mehreren Ecken geplant, zu uns zu kommen. War oft in Gesprächen und dann verschwand es irgendwie. Und wie gesagt, es dürfte etwas schwer sein, sogar als jetzt man dann aus dem englischen oder amerikanischen Bereich. Man bekommt es noch, aber die meisten Sachen, die ich jetzt gesehen habe, arschteuer. Die Gesamtausgaben oder Boxen, die es davon gibt, und es gibt einige davon anscheinend, verschiedene Auflagen anscheinend, sind scheiße schwer zu bekommen. Auf jeden Fall, der Humor ist grenzwertig bis hin zum absoluten Slapstick, aber es hat auch eine wirklich geniale Kampfszene drin. Also falls du auf Kampf und Slapstick stehst, mit einer sehr, sagen wir mal so, für Anime, nicht ungewöhnlich, aber sehr undefinierbaren Grafik. Es hat sehr viele, ich würde fast sagen, Seidenmalerei-ähnlichen Designs an einigen Stellen. Sehr bunt, sehr einfach gehaltene Figuren vor allem. Weil, wie gesagt, es schaut sehr strange aus. Also in dem üblichen Anime-Film wird es wahrscheinlich etwas komisch vorkommen. Aber es ist wirklich schön animiert, es ist flüssige Animation, also kampftechnisch und animationstechnisch nichts davon gegen zu halten. Und ich würde es jedem empfehlen. Wie gesagt, es wäre schön gewesen, wenn das zu uns kommen würde. Aber die Wahrscheinlichkeit, ich warte mal drauf, dass es irgendeine Safe-Ausgabe davon gibt, die man für einen vernünftigen Preis kaufen kann. Aber wie gesagt, ne, schade eigentlich. Aber ich habe davon einige Cosplays gesehen über die Jahre jetzt dann schon. Die letzten, glaube ich, waren auf der Konichi, glaube ich, ja. Also es ist nicht so unbekannt anscheinend. Dann bitte schön weiter. Wir können da sonst, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Wie gesagt, es ist mehr oder weniger so dieses feudale Japan. Naja, Kampf es ist. Ich kann es jetzt nicht einschätzen, weil ich habe nicht gesehen. Ja, so, aber wie gesagt, ja. Ich habe es leider auch niemals komplett, da ich eben gehofft habe. Oh, ich habe die erste Hälfte gesehen. Jo, es ist die Gesprächslizenz. Okay, passt, dann warte ich, bis das Ding heraus ist. Und wie gesagt, es war noch eine Zeit, da es aus 2010 ist. War ich noch der Meinung, dass, oh, die werden es wohl ordentlich hinbekommen. Diese Meinung hat sich in den letzten Jahren ja geändert. Ja. Yeah. Wie gesagt, also ich kann es jedem empfehlen, der ein bisschen was Ungewöhnlicheres sehen will, auf jeden Fall. Was animationstechnisch, nicht unbedingt storytechnisch, aber animationstechnisch und im Großen und Ganzen Buntes vor allem. Mehr würde ich dazu auch nicht total sagen, ohne dass ich wirklich viele Details gehe, die ich nicht kenne. Madame, bitte schön, weiter. Ja. Dann erzähle ich von Shingeki no Bahamut Genesis. Es geht um eine Welt, wo Drachen, Dämonen, Götter, Engel und das alles zusammengemixt ist. Und der große Riesendrache Bahamut hat vor 2000 Jahren fast die ganze Erde vernichtet. Aber Zeus und Satan konnten das gerade noch abwenden, indem sie seine Seele versiegelt haben. Und ja, das ist halt schon 2000 Jahre her. Und die Hauptcharaktere sind Favaro, kann man eigentlich sagen, dann Kaiser und die Amira. Und Kaiser und Favaro haben schon ewig eine Fehde gegeneinander, weil Kaiser denkt, dass Favaro seinen Vater hintergangen hat und der Vater vom Kaiser deswegen gestorben ist. Und einmal nach ihren fast täglichen Raufereien trifft Favaro auf einmal die Amira. Das ist eine junge Frau, die ihn darum bittet, dass er ihr hilft, ihre Mutter zu finden. Und ja, über die Tage hinweg
haben sie halt auch wieder mehrere, soll man sagen, interessante Abenteuer und treffen unter anderem auf Zombies und Ritter und ja. Ist auch was, man noch was man noch sagen muss, ist, dass der Favaro auch ein Kopfgeldjäger ist. Und Kaiser ebenfalls. Ich glaube, sie betreiben ja mehr oder weniger das gleiche Geschäft. Ja, stimmt. Also quasi im ewigen Clinch miteinander, weil jeder der eine ist so quasi. Revenge! In Bezug auf, ja, unter anderem wäre er ja so ein typischer, man könnte fast sagen, er ist die Mittelalter-Version von Space Dandy. Ja, okay. Es kommt ziemlich nahe hin, glaube ich, kann man fast sagen. Da fahren wir auf jeden Fall, ja. Ja, also, yeah, wo sind die Mädels? Her mit den Möpsen, lasst sie über mir kommen, yay! Also, der ist ja ein Lebemensch, also, sehr, also, eins von diesen typischen, sympathischen Arschlöchern. Also, er ist einfach so dermaßen Arsch, dass man sich wieder freut, dass er da ist. Einfach nur. Voll. Und es ist eine von diesen Serien, wo ich sagen kann, ja, endlich haben wir eine Serie, die einen Zombie beinhaltet, der wirklich das tut, was ein Zombie so tun sollte. Leute beißen und den Zombies verwandeln. Und eigentlich träge sein und nichts wirklich machen wollen. Ja. Trotzdem ist es knuffig, das ist ja leid, also. Bekommt man immer selten zu sehen. Auf jeden Fall, yeah. Und aber wie gesagt, da hast du irgendwie was falsch gemacht, weil, wie gesagt, das wurde bereits lizenziert bei uns. Ah. Von ja. KSM. Nee, macht nichts. Aber es ist noch nicht draußen. Ja, okay. Auf jeden Fall, ja Leute, freut euch, das Ding kommt auch zu uns. Hurra! Mann! Leute, macht eure Hausaufgaben. Das war ja auch der große Knüller damals, als KSM das rausgeposaunt hat. Yeah, wir bringen das zu euch. Und alle, yes! Und dann war wieder still. Man hat seitdem nichts gehört. Nee, nicht unbedingt wegen dem Publisher, aber allgemein wegen den Leuten, meine ich. Wegen den Fans mehr oder weniger. Die sind ja mehr so nur spontan oder so schockbegeisterungsfähig heutzutage mehr. So quasi, yay! Und dann... Deadline. Okay. Noch irgendwas dazu beizutragen, vielleicht? Irgendwas? Nicht, was mir jetzt einfällt. Von meiner Seite aus nicht. Okay, passt. Dann macht Tavaro gleich weiter. Na, dann machen wir weiter mit Kami-sama no Memocho. Oder auch Heaven's Memo Pad. Mhm. Oder auch It's the only neat thing to do. Haben wir wieder den Neat. Für alle, die noch nicht damit bekommen, dann ist das eine Abkürzung für Not Employed, Educated or in Training. In Education. In Education, Entschuldigung. Ja, in Education or Training. Weil du kannst educated sein, aber trotzdem nicht in Employment. Ja, okay. Also kurz arbeitslos. Ja. Ja, es geht um... Ja... Naomi, der eines Tages auf die Neat-Detektivin bekannt unter dem Namen Alice trifft. Genau. Und mit ihr und einer Bande von Neats verschiedenste Verbrechen aufklärt, praktisch. Und zwar allerdings immer nur für die Toten, sozusagen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen spontan. Ich muss mir das gerade selber so ein bisschen zusammendenken, die Zusammenfassung. Also Alice ist praktisch eine begabte Hackerin und Hikikomori. Also die nicht ihr Haus verlässt. Ja. Und die hat sich eben zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Truppe von Neats Verbrechen aufzuklären, die im Grunde keinen interessieren, weil ja im Regelfall die Betroffenen schon dahin sind. Ja, ich finde es
Sehr gut gemacht. Ist eine schöne Detektivserie. Von Bildern fand ich sehr schön und von der Handlung teilweise mit recht interessant, teilweise sogar mit recht erwachsenen Themen. Ja, also ich finde, das wäre sowas gewesen, das auch gut nach Deutschland gepasst hätte. Vor allem, wenn man so mal. Das war damals, als Viva gerade frisch angefangen hat, habe ich mal auf meinem Blog, ich habe einen Internetblog, Oh. was dazu verfasst zum Thema Deutschland braucht mehr anders, wo ich darauf eingegangen bin, dass die im Grunde auch wieder bloß One Piece, Detektiv Conan und Naruto lizenziert haben, was überall sonst schon zu Tode gelaufen ist. Dass sie vielleicht mal nach was anderem gucken sollten. Und da habe ich so Kamisama no Himochu praktisch als praktisch Detektiv Conan mit einer Handlung so als Beispiel mal angebracht. Okay, um hier gleich einzuschmeißen, Und da. Briefe, Beschwerden und Trollversuche bitte zu Tamago schicken für die Aussage jetzt gerade. Danke sehr. Nicht die Detective Conan-Fans anpissen, das ist immer gefährlich. Du steckst deine Hand nicht in den Löwen, das Löwenmaul, nein. Och, ich mach das gerne. Ja, du, aber ich bekomme den Anschiss. Ja, deshalb. Ja! Oh. Was mir auch aufgefallen ist, eigentlich nur, ich habe da vielleicht 4 oder 5 Folgen davon gesehen habe, leider nur. Ah, irgendwie kam es mir so vor, als würde es ganz gut ins Durarara-Universum passen, fast. Ich habe von Durarara leider nur 3, 4 Folgen gesehen. Oh, schade, schade, schade. Ja, du hast nur die Gelegenheit. Das wird langsam so ein bisschen Standard bei uns im Podcast, Wieso? dass ich Sachen gesehen habe, die du nicht gesehen hast, und du hast Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe. Genau aus diesem Grund will ich ja mehrere Leute dabei haben, damit wir uns ergänzen können. Verstehst du das nicht? Das ist der Sinn eines Podcasts. Das ist, wenn du, hier geht es nicht darum, dass Leute quatschen, hier geht es auch darum, dass andere die Löcher von anderen Leuten stopfen. Ich entschuldige mich für dieses Bild. Okay. Das kam jetzt ganz falsch rüber. Sorry. Oh Mann, das kam jetzt falsch rüber. Sorry. Okay, ab jetzt ist dieser Podcast wieder automatisch ab 18. Danke sehr. Oh je. Mir gehen gerade 100 One-Liner durch den Kopf. Oh. Was denn, so du Knucke-mäßig oder Also was nach dem Motto, und dann haben wir ja heute Abend Sandwich zum Abendessen. was? Oh yeah. Wer bringt die Mayo? Na, danke sehr. Du wirst mir nicht entkommen. Okay. Naja, auf jeden Fall. Ja, nette Story. Ebenfalls über amerikanischen oder britischen Versand zu bekommen. Jetzt auch, glaube ich, auch schon langsam leicht über die deutsche Amazon-Seite. Zum Beispiel, da jetzt an die ganzen Pipelines in die anderen Ecken der Welt hier offen sind. Also brauchst du auch wahrscheinlich keine Kreditkarte oder sonst irgendetwas. Also du kannst es sonst sicher auch locker hier bei uns bekommen. Schade eigentlich wieder mal. Ist auch von, und da ist es von JC Stuff. Also, jeden, der das Begriff ist, weiß, dass da also allein schon von der Optik her nirgendwo irgendwie irgendwelche Beschwerden zu machen sind eigentlich. Ja. Also, wenn Auch schon keine, nichts. zwar auch keine Wunder, aber Ja, aber es ist alles wir hatten schon. es neulich, der gute Durchschnitt. Ja, also solide Handarbeit. Ja. Und schon wieder Entschuldigung. Genau. Ja. Okay, dann mache ich weiter, oder? Ja. Dann gehen wir etwas Leichterem voran im Comedy-Bereich mit Working. Ebenfalls einer von diesen Titeln, den man sagen muss, ja, warum nicht? Es war im Gespräch, oft gefragt, oft verlangt. Es gab sogar Umfragen deswegen, glaube ich, sogar an einigen Stellen, was ich mich noch erinnern kann, von ein, zwei Seiten aus. Oh, vielleicht doch, ja, könnten wir doch vielleicht. Ich vermerke da vor allem auf ein gewisses Forum, das es jetzt nicht mehr gibt, an dessen Schließung ich nicht ganz unbeteiligt war anscheinend. Sorry. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Eigentlich eine typische Alltagsstory. Eine Gruppe junger Menschen in einem netten kleinen, sagen wir mal so, öffentlichen Betrieb für also Nahrungsaufnahme-Restaurant.
die sich so mehr oder weniger durch den Tag arbeiten, deswegen heißt es auch Working. Ich muss leider andauernd die ganzen Namen durchschauen, das ist ein einziges Problem. Auf der Straße wird ein Typ namens, Sauto, ja. Na, Sauta. Shota war es. Ja. Entschuldigung. Von einem recht klein gewachsenen, doch ungefähr gleichaltrigen Mädchen angesprochen, dass ob er vielleicht Teilzeitarbeit sucht. Und da er ja mehr oder weniger so einer von den berühmten Typen ist, in denen Japan ja so sehr beliebt sind, die auf niedliche Sachen stehen, ja, sagt natürlich automatisch ja, ohne lange nachzudenken, was es eigentlich für eine Arbeit ist. Und so endet er als... kein Nolikon. Nee, er ist mehr als... niedliche Sachen, kein Nolikon. Ja, aber das wird meistens... Die Serie spielt das als Witz aus. Das ist das Interessante daraus, dass sie wirklich alle mehr oder weniger als Perversen darstellen. Obwohl er einfach nur auf niedliche Sachen steht. Und das wird dann in der Second Season und vor allem wieder... Oh Mann! Und vor allem ist es ja eine bunte Truppe von Leuten in diesem Restaurant. Du hast, wie gesagt, die Kleingewachsene mit den Riesenmöpsen. Und nein, es ist nicht Aiken, okay? Es ist nicht so wie Aiken, wie es einige wahrscheinlich nicht denken werden. Du hast die fresssüchtige, mehr oder weniger monoton angehauchte Chefin oder zumindest Managerin dort. Das Einzige, was die macht, ist fressen. Dann die mehr oder weniger Hauptangestellte dort, die mehr oder weniger so die Schulfreundin von ihr ist und sie nur vergöttert und anhimmelt und immer mit einem Samurai-Schwert herumläuft, weil sie das von Schulzeiten so macht, einfach nur weil. Wird nie wirklich richtig auf, man einfach nur als... Doch, die Eltern sind Schmiede, deshalb. Ich glaube, sie hat das Schwert bekommen von jemandem. Nee. Das, weil die Eltern Schmiede sind. Okay. Ich dachte, das wäre so quasi ein Geschenk, das trägt sie herum, weil das quasi zu, weil sie es gewohnt ist bei ihr. Das war immer im Gespräch drin, was ich bei mir bekommen habe. Dann hast du diesen typischen, mehr oder weniger, sie haben einen etwas missmutigen Sanji als Koch. Wenn man es ehrlich nimmt, yeah, er ist immer mürrisch drauf, kommt mit den Mädels im Betrieb nicht ganz klar und er kocht genial, aber ist halt eben mehr so der ruhige Typ. Es ist eher wie Zorro. Es ist Zorro als Koch. Etwas halt introvertierter Mensch. Ja, vom Charakter her würde ich jetzt sagen, ja, er ist so ein Mischung aus Sanji und Zorro in einer Person fast. Ewige Kampf. Ja, so in der Richtung. Es ist mürrisch drauf, aber er ist kein schlechter Typ oder so, weil er ist immer so ein bisschen auf der etwas grummeligen Seite und nimmt alles ein bisschen zu ernst, raucht immer eine vor der Tür, ist immer ganz lustig. Dann haben wir dann auch mal die potenzielle Love Interest, muss ich mal da schauen, wie ist es? Mahiro. Mahiro ist quasi der ultimative, treibende Anhang in dieser Storyline, weil sie hasst, also nicht hasst Männer, sondern sie hat Angst vor Männern, weil ihr Vater ihr eine Männerphobie verpasst hat. Ohne Scheiß, von klein auf hat ihr Vater eingeredet, dass wie böse Männer sind und oh, was für ein Monster Männer. Und er hat sie sogar unabsichtlich oder mehr absichtlich, kann man ganz genau sagen, weil er hat ihr immer schwere Gewichte in die Schultasche, dass sie extrem viel Kraft entwickelt, dass sie sich gegen Männer wehren kann. Dadurch ist sie ziemlich, sagen wir mal so, schlagkräftiger, wenn man so beschreiben. Ja, und kann aber, wie gesagt, mit männlichen Kundschaften nicht reden, weil sie automatisch durch die Erziehung ihres Vaters mehr oder weniger alles, was männlich ist, angreift. Auf Panikreaktion. Also nicht unbedingt auf Aggression, sondern es ist eher so einfach nur Angst und ja, ich muss mich verteidigen. Was wirklich interessant ist, weil vor allem dann auch mit ihr noch eine kleine Love Story anfängt in der Mitte der Serie, wo ich sagen muss, wow. Da gibt es so einen kleinen Sideplot mit dem Geschäftsinhaber, der nur gelegentlich auftaucht und seiner Ehefrau, die er nie findet, die immer auf der Suche nach und immer wieder auftaucht irgendwo, weil sie sich verläuft, der typische Lost Character mehr oder weniger, den ihr aus älteren Serien kennt. Sie taucht immer wieder irgendwo auf und hat Milch dabei, weil sie Milch kaufen wollte und sie verlaufen hat. Und ihr Mann sucht sie. Zwei Staffeln lang. Da. Er ist ja weiter nicht so strange. Es ist ziemlich einfach gehalten. Hat keine wahnsinnigen übermenschlichen Fähigkeiten. Abgesehen heute von einem etwas überpowerten weiblichen Charakter. Aber das ist mehr oder weniger eigentlich noch auf einem okay Level gehalten.
Und es ist mehr, es ist mehr so eine Art Sitcom, kann man fast sagen. Es ist Situationscomedy. Etwas derber vielleicht, aber noch nicht so übertrieben. Wie gesagt, es ist zu empfehlen für alle, die es ein bisschen einfacher haben wollen. Und es hat einen netten Humor und einen wirklich, wirklich, wirklich soliden Charme. Und wirklich, und halt wirklich super Charaktere. Also die Charaktere ja, haben einfach eine Chemie. Das passt halt einfach zusammen. Ich war super begeistert, dass ein Jahr später, glaube ich, oder ja, ein Jahr später dann, 2011, 2010 rauskam, auf der LWM gab es eine ganze Gruppe davon. Kein Schwanz hat sie erkannt anscheinend damals, weil die waren ziemlich, ziemlich down am Ende des Tages, witzigerweise, weil, glaube ich, der Einzige war, der gewusst hat, woher sie kommen. Das war irgendwie schade. Naja, auf jeden Fall, wer eine Empfehlung wert ist, ebenfalls, glaube ich, noch recht. Es ist witzigerweise, es ist ein Release da, angegeben, aber kein Datum dafür. Und ich weiß, dass es ebenfalls in den USA und in Großbritannien geplant war, rauszukommen. Es gab Vorbestelllisten, aber zu denen kam es irgendwie noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann einmal, weil, wie gesagt, es sind Planungen da, aber wie gesagt, noch kann man es auch nicht in Amerika oder England kaufen, leider. Sorry. Oh, da fällt mir das Internet. Wie gesagt, Working wäre interessant, nur wie gesagt, für die heutige. Naja. Ja, es sind teilweise so Sachen, wo du sagst, es ist kein DVD-Titel. Das ist ein Titel, der würde eher irgendwo in ein Fernsehprogramm oder in einen Stream oder sowas reinpassen, aber nicht so, dass du sagst, jetzt mal 4 Folgen und in 3 Monaten nochmal 4 Folgen. Nee, das wird nicht funktionieren. Das ist ziemlich ein ziemlich laufender Plot, deswegen, es hat keine Ruhepausen in dem Sinn. Das ist wahr, ja. Also Einzelrelease werden da wahrscheinlich unbrauchbar wahrscheinlich, also. Aber wie gesagt, es ist eine Schande, weil es echt eine tolle Serie ja, war. Also. Das war auch so eine Serie, die ich mir wirklich gewünscht hätte in Deutschland. Naja. Okay. Wer weiß. Vielleicht. Madame, bitte der Nächste nun. Naja. Shinsekai Yuri ist Hintergrundkulissen technisch ein Wahnsinn. Die Welt, wie sie immer wieder neu dargestellt wird und man die verschiedenen Aspekte sieht, ist ein Hammer. Und es geht um, sagen wir so, in der ersten Hälfte geht es um 5 Freunde. Ich weiß nicht, soll ich die Namen aufzählen? Soll ich nicht? Belass es mal bei der ersten Hälfte. Also hauptsächlich geht es bei der ersten Staffel darum, um Saki, Shun und noch die 3 anderen guten Freunde. Und sie gehen in eine Schule sie sind in einem bestimmten Distrikt. Es ist halt die ganze Welt so ein bisschen zukunftstechnisch gesehen und irgendwie auch nicht. So teilweise haben sie Zukunftssachen und teilweise sind sie wieder etwas hinten mit der Technik. Recht interessant. Und sie haben halt, kann man so sagen, eine göttliche Kraft teilweise. Und in der Schule lernen sie halt, wie sie die kontrollieren können. Und auf einem Schulausflug lernen sie halt dann eben noch genauer die Telekinese-Fähigkeiten und das. Und ich glaube, es ging darum, dass sie in der Wildnis für eine Woche lang überleben sollten. Und allerdings ist es nicht so ganz gelaufen, wie es die Lehrer anscheinend geplant hatten. Weil sie sind auf ein überirdisches Wesen getroffen, was viele Geheimnisse von früher, von der Welt halt, Intus halt, soll man sagen, weiß, aber eigentlich nicht weiter erzählen darf. Aber dadurch, dass sie es gefangen haben, muss es ein paar Sachen dann preisgeben. Und daraufhin lernen sie halt, wie die Geschichte eigentlich von früher eigentlich urblutrünstig war und das alles. Ist recht interessant. Und man merkt halt dann immer mehr, wie die Kinder oder Jugendlichen eigentlich dann über das Nachdenken und emotionale Schwierigkeiten mit sich selber dann kriegen. Ja. In der zweiten Staffel ist halt dann so, dass ein bisschen Zeit vergangen ist.
Und ja, ich bin so schlecht im Erklären. Kann ich jetzt mal ganz kurz einhaken? Ja, sicher. Du erzählst uns aber jetzt nicht die komplette Handlung der kompletten Serie, oder? Also es Na, macht schon noch wird Sinn, nach nicht. dem Podcast sich die Serie nochmal anzugucken, oder? Ja, das auf jeden Fall. Es passiert irrsinnig viel. Es ist wirklich schwer gerade für mich zu erklären. Hätte ich mir vorher überlegen müssen. Diesmal bin nicht ich schuld. Ja, nein, ich weiß. Ich weiß. Ich habe gehofft, ich finde jetzt dann noch mehr im Internet, aber es ist eigentlich, es steht überall der gleiche Text, wirklich überall. Ja. Und das ist halt das, was ich ja gerade denke, wenn ich euch jetzt das erzähle, was da überall drin steht, dann ist es ja. Generisch nennen wir es einfach Ja, so. einfach abgelesen. Aha, ja. Und ich habe jetzt teilweise das, was ich noch weiß, davon erzählt und was halt drin steht. Ja, ist doch okay. Aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Oh, jetzt Es bist du. wäre. Du brichst gerade etwas ab, glaube ich. Wieso? Na, jetzt geht's wieder. Es war jetzt gerade sehr, sehr abgehackter Text, gerade bei dir. Oh, Entschuldigung. Ich Wieso? habe nichts gemacht. Nee, es ist Skype, das wieder mal rumspinnt. Ja, das war gerade eine, wo ich mir denke, eigentlich wird der bei uns auch sicher großen Anhang finden, weil er auch eher mystisch passierend ist und so. So, naja, mystisch. Ach. Fantasy-mäßig eben. Ja, fantasymäßig. Naja. Es tut mir leid, ich hätte ihn gerne schön besser rübergebracht, aber. Ah, sorry, ich musste was ausstecken. Okay, na, dann gehen wir halt eben weiter zum nächsten. Nee, passt schon mal dann, ist okay. Wir üben ja noch, wir sind ja noch Anfänger. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Erst ein paar Mal, meine Güte. Wir rufen uns ja erst ein und meine Güte, mit den Trollinskis, die sich dann darüber beschweren, kann ich auch noch leben, ist eigentlich kein großes Problem. Also, ne. Ich schwöre, beim nächsten Mal schreibe ich mir ein so 20 Zeilen vor und das, dann habe ich meine Punkte da und dann mache ich das besser. Das verspreche ich dir. Okay. Ich hoffe mal, ich komme diesmal nicht so negativ rüber wie beim letzten Mal. Na dann zeig mal, wie positiv du sein kannst. Ja. Beim nächsten. Vor allem geht es nicht mal um Lollis. Sondern? Und Sakuras von Pet no Kanojo. Naja, wir alle glauben an Panties, also. Aber wir glauben daran, ja. Sowas. Don Panties kann nicht alle Probleme in der Welt aus der Welt schaffen. Oh, du hast aber noch nicht Heaven's Lost Property gesehen, oder? Also, es geht um Sorata, der in ein recht heruntergekommenes Wohnheim umziehen muss, weil er sich verbotenerweise in seinem alten Wohnheim um ein paar ausgesetzte Katzen gekümmert hat. Dieses leicht heruntergekommene Wohnheim namens Sakura Zoo wird allerdings nur von absoluten Problemschülern bewohnt. Also von One-Night-Stand zu One-Night-Stand wandernden Typen, wie soll man es anders beschreiben, über den Hikikomori-Programmierer zur Happy-Go-Lucky-Mädel, das in den One-Night-Stand-Typen unglaublich verliebt ist, mit einer unglaublich, sag mal, nicht sehr pflichtbewussten Lehrerin als Betreuerin. Typische Lehrerin halt also. Ja. Und eines Tages bekommen sie eine neue neuen Mitbewohner im Wohnheim. Und das ist die tüchtig autistische
muss ich gerade mal kurz nach. Tüchtig autistisch. Genau, das ist ja wirklich mal ein Oxymoron, das ist ein Wahnsinn. Ich bin tüchtig autistisch. Sorry. Wow. Naja, wie würdest du es beschreiben? Also ich würde ihre Einstellung nicht unbedingt als autistisch bezeichnen, sondern eher mehr so Asperger-Syndrom-mäßig. Also das Nicht-Erkennen von Emotionen, das Nicht-Ausleben von Emotionen oder so. Das ist auf jeden Fall. Ja. Sehr. Also sehr besonderer Charakter. Introvertiert, nehmen wir es mal so. Sehr in sich. Introvertiert. Also, Rainman-Style fast schon. Arm. Arm und tüchtig hilflos. Mit einem starken Fehlen von gesundem Menschenverstand. Und weil sich im Wohnheim niemand so wirklich um sie kümmern will, wird sie kurzerhand zum sowieso schon mit 100 Katzen beladenen Sorata. Wird sie kurzerhand zu seinem neuen Haustier ernannt und muss sich von da an um sie kümmern. Ja, so mehr oder weniger. Also, es klingt ein bisschen extremer. Also, sie ist wahrscheinlich aber. Naja. Ja, ist eine sehr schöne Love-Story-Comedy-Drama-Geschichte. Es gibt dann noch so diese Kindheitsfreundin vom Hauptcharakter, die dann auch noch mit hinterherzieht. Und dann entsteht eine schöne Dreiecksbeziehung. Und es gibt noch diese Randgeschichten, also zum Beispiel um diese Happy-Go-Lucky mit dem One-Night-Stand-Typen. Menschen. Ja. Yeah. Und ist sehr schön gemacht, sehr tolle Charaktere. Wer sich da nicht ein bisschen in die ein oder andere verliebt, der ist sowieso nicht mehr zu retten. Und wenn er es dann tut, erst recht nicht. Also so ist es. Ja. Du kannst dich gewinnen, egal was du machst. Ja. Ja, yeah, na, auf jeden Fall. Es ist natürlich School Dorm, School Life Comedy mit sehr viel Tiefgang an einigen Stellen, vor allem wenn man den ganzen Hintergrund von den ganzen Figuren einmal erkennt und vor allem diese ganzen Geschichten vor allem. Und die ganzen, vor allem die Vorgeschichten und wie das Ganze, wie sie angekommen sind und so weiter. Es ist recht interessant gemacht, ja. Es hat halt stellenweise recht viel Drama und dann auch stichenweise ganz schön viel Romance und das ist ja immer eine schöne Mischung mit bisschen Comedy dazu. Also typisch Nightlord dazu eben, also wirklich sehr viel Hu und Ha und am Schluss ein bisschen Geheule, weil letzten 5 Minuten muss immer geholfen bei den Light Novel. Ich weiß auch nicht, wieso das ist, aber es ist so. Brauchst einen Abschluss. Ja, musste immer auf die Tränendrüse gerückt werden. Ich weiß nicht, ich habe noch keine Light Novel geschafft, wo es nicht so war. Also, Drama hin, Drama her. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, auch hier ist wieder keine wirkliche Veröffentlichung noch draußen anscheinend. Außerhalb des japanischen Raums. Es ist für den Amerikaner, also von Sentai Filmworks und Crunchyroll lizenziert worden. Crunchyroll hat es, glaube ich, sogar im Programm, zumindest die englische Version. Ja, die hatten es im Simulcast. Ja, und Sentai Filmworks hat es lizenziert, aber anscheinend noch keinen Release geben oder so. Oder? Ich habe keine Ahnung. Moment, ganz kurz. Sind wir ganz schlau und klicken wir ganz fleißig auf Amazon. Ja, Amazon UK, weil Deutsch mich. Doch, es gibt eine Blu-ray und DVD-Version. Zu einem vernünftigen Preis, also. So um auf die UK bist 35. Du? Auf UK, co.uk, ja. Gibt eine Blu-ray-Version, One-Scrolls, DVD-Version in Boxen. Allerdings scheint das. Also es scheint hier komplett zu sein. Genau. Es gibt ein Volume 1 und Volume 2. Mit jeweils, also zwei, insgesamt. Mit jeweils zwei Discs drauf. Also, und das ist dann okay. Mehr ist es nicht. Ja. Ja. Es sind nur 12 Folgen. Aber bei dir klang es jetzt so, als wäre es komplett. Also es sind 24 Folgen. Also normalerweise müsste es komplett sein, normalerweise, weil die meisten in dem Fall bei noch einen Preis noch tut, dann dürften wahrscheinlich zwischen für 300 wie Minuten, sind das also jetzt hier? Gut 60 Pfund. Ja. Also
Vernünftiger Preis für 24 Folgen. Also es ist auf jeden Fall nicht übertrieben. Also man kann so mit ungefähr 40 Euro rechnen pro Blu-ray. Also, und mit zwei Blu-rays hat man die komplette 24 Folgen, so hätte ich verstanden habe jetzt gerade. Also Doppel-Blu-ray, also zwei Blu-rays pro Folge, Episode 1 bis 12 in der ersten und dann von 13 bis 24 in der zweiten. Also jeweils 6 Folgen pro Blu-ray-Disc. Also definitiv ein besserer Preis. Vor allem da es nicht nur einen Untertitel hat, sondern es hat auch, glaube ich, hat japanischen Ton und Dubbing hat es, glaube ich, keins. Nee, hat es keinen. Okay, da wird einige wahrscheinlich in dem Fall verpassen. Naja, okay. Also ich möchte mir jetzt nicht unbedingt englische Vertonungen anhören. Ja, einige gehen, andere gehen nicht so. Also ich habe bis jetzt noch keine gefunden, die gehen. Stören sie bei weitem weniger. Vor allem, wenn man bedenkt, wo die Deutschen momentan hinwandern. Also, ja, nee. Wo sie hingehen. Was willst du? Willst du den dritten in den Arsch oder willst du den dritten in Nüsse? Ich nehme den dritten in den Arsch. Tut weniger weh und hat weniger kritische Folgen. Also, Das sind wieder interessante Bilder, die du hier zeichnest. Keine Ahnung. Also, ich versuche einfach nur so quasi. Weh tut beides. Ich nehme das kleinere Übel, das weniger kostet. Einfacher gesagt, oder? Ja, ziemlich genau so. Ja, also wie gesagt, wenn ich eh nur Untertitel nehmen kann, dann nehme ich die billiger sind. Ja, vor allem wenn sie dann auch noch meistens besser in der Optik sind und von der Verarbeitung her. Ja. Okay. Dass sie nicht gleich auseinanderfallen, wenn du sie zweimal Hör bloß auf. Aus dem Regal genommen hast. Ich wart noch auf die nächste Convention, weil dann werde ich sowieso wieder. Nein. Oh Mann. Ah, okay. Dann etwas für alle Comicbuch-Freunde auf meiner Seite wieder. Mit 26 Folgen sogar. Oh, okay, dann habe ich nur euch bei der Hälfte abgebrochen. Ui. Ebenfalls war es im Gespräch, weil, alles so dermaßen gerade, als der Hype draußen war, ebenfalls 2010, Hero Man. Diese nette kleine Zusammenarbeit mit den Marvel Comics und diversen Produktionen in Japan in Bezug auf, stell dir einfach vor, also bevor jetzt so etwas wie diese Marvel Disc Wars jetzt gerade rauskommt, wo sie wirklich die originalen Marvel-Helden mehr oder weniger als Pokémon-Verschnitt raus haben oder als Duel Monsters, den ich nicht verfolgt habe, gebe ich offen zu, weil ich bin nicht unbedingt so ein Fan von diesen Sachen, okay? Aber hier hast du eben dieses typische Aliens greifen die Menschheit an und durch eine Verkettung unglaublich zufälliger Zufälle. Und ja, das ist wirklich so zufällig, wie es zufällig ist. Bekommt ein Junge und sein gerade frisch repariertes Spielzeug Superkräfte verliehen. Marke Iron Man fast. Die kämpfen einfach gegen diese mehr oder weniger insektoide Angriffsflotte von Außerirdischen. Und das artet dann bis zur Hälfte ungefähr aus zu so einer richtigen fast mittelalterlichen Schlacht aus, kann man fast sagen, indem sich dann ein ehemaliger Schulfeind wird von den Insekten entführt und in einen von ihnen verwandelt und dann in der Mitte der Story dreht sich dann die ganze Story lang um, weil sich dann die Menschheit wirklich erfolgreich, verrückterweise, bereits in der Hälfte der Story schon gewehrt hat gegen die Invasion und mehr oder weniger mit diesem Aftershock mehr oder weniger mit von dieser Invasion mit der ganzen übergebliebenen Alien-Technologie auseinandersetzen muss. Also sehr interessant, ich habe die Serie anscheinend nur bis zur Hälfte gesehen, weil ich dachte, irgendwann aus der 12. Folge wäre sie aus gewesen, aber anscheinend gibt es 26 Folgen davon. Und es gibt, da ist eben wirklich, nicht einfach nur nachgemacht, sondern wirklich eine offizielle Marvel-Lizenz ist, taucht natürlich auch Stan Lee drin vor, also in Originalvertonung. Was ich ganz lustig finde. Und natürlich ein Haufen andere Cameos in Bezug auf andere Cartoon- und Marvel-Helden auch, aber das nur nebenbei. Und es ist dieses typische, du siehst den amerikanischen Stil durchaus heraus, aber es fühlt sich noch immer an wie ein typischer Anime. Und falls du auf Superhelden-Geschichte jetzt in die Radio eben aktuell durch die ganzen eben Avengers-Sachen und die ganzen anderen Storylines, die jetzt wieder im Fernsehen zum Beispiel auftauchen, eben
wundert mich, dass das eigentlich so dermaßen untergegangen ist, weil es wirklich eine nette kleine Kombination aus diesen sehr stark japanischen Heldengeschichten. Es hat auch sehr viel von Ultraman drin, zum Beispiel, falls jemand der alte Schink noch was sagt. Typ in silbernem Helm und Neoprenanzug macht einen auf Roboter. Ah, der. Ja, sogar die Simpsons haben mal so ein Cameo bei ihrem Intro-Backup von den Scheiß. Das war echt genial. Bevor sie das Ganze, oh ja, wir haben Bart und Lisa als Attack on Titan-Figuren herumhüpfen. Ja. Oh, das war so peinlich. Das war so traurig, weil ich sind noch am verzweifelten Versuch, aber was soll es? Ah, okay. Ja. Auf jeden Fall, ja, Hero Man war eins von diesen Sachen, was strange, dass das eigentlich so Aufmerksamkeit gebracht hat. Und wie gesagt, es hat ebenfalls ein Crunchyroll im Simulcast draußen gehabt. Ich weiß nicht einmal, ob sie es jetzt nicht mehr noch haben. Wäre mal zu schauen. Wirklich, das ist auch schon wieder fast 5 Jahre jetzt her, dass die Serie rauskam. Also. Und Viewstar würde es wahrscheinlich rausgebracht haben, aber anscheinend. Wie gesagt, ist auch hier wahrscheinlich gibt es einen Release, aber keinen wirklich berühmten oder so. Moment, da gehen wir auch gleich. Wir haben jetzt kurz zu Amazon UK und fügen den Namen Hero Man ein in die Suchliste. Und ja, man bekommt's. Also auch bei Anisearch ist immer noch ein Fragezeichen auf den Release, aber anscheinend bekommt man die Volume 1 des Mangas, One Scrolls, ich sehe hier nichts von DVDs, witzigerweise. Also man bekommt die Manga zu kaufen, aber anscheinend sind die DVDs nicht erschienen. Gibt es auch keine Auswahlmöglichkeit, interessant. Moment, schauen wir hier weiter. Doch, okay, als DVD-Version kam es raus. Aber okay, die sind nicht unbedingt auf der günstigeren Seite, weil die sind nur Import anscheinend. Die bekommt man nur, ja, eben, die sind keine offizielle Lizenz, sondern man bekommt auf Amazon UK zum Beispiel nur die japanischen Importe. Zu so zwischen 40 und 80 Pfund. Wow, Ausgabe Volume 3 oder 4? 4. Wow. Bekommt man entweder um einen. Folge Volume 4, dann ist wahrscheinlich Folge 7 und 8. Ja, und die kosten 128 Pfund. Naja, ist Oh doch ein guter yeah. Preis. Yeah. Also, okay, also da wird wahrscheinlich etwas schwerer werden, etwas zu finden, leider. Also. Naja. Auf jeden Fall, ja, falls du Marvel magst, falls du Superhelden-Stories magst, die nicht unbedingt in den ultimativen Klischee fallen und dem japanischen Stil getan bist, vor allem jetzt in den neueren Sachen, wäre es anzuschauen. Wie gesagt, es ist nie zu uns gekommen, leider. Und ob es Crunchyroll einmal in den deutschsprachigen Raum rausgebracht hätte oder hat oder wird, weiß ich nicht. Schade eigentlich. Okay, Madame, bitte übernehme Ich Sie. bin wieder dran. Yes. Dann kommen wir zu Move Love Total Eclipse. Ja. Die Begeisterung Wie steigt. gesagt, also, hab ich nicht mal eine Folge geschafft noch. Also das ist an mir vorbeigezogen, großteils. Naja, Ich hab. Mechas-Anime sind nicht jedermanns Sache. Nicht wegen den Ja, Mecha-Sachen, es war zu viel zu schauen wahrscheinlich in den Zeitraum. für mich war, glaube ich, noch drin vorgeschlossen. Echt? Oh. Aber, ja. Haben dir die Beta nicht gefallen? Waren sie dir zu hässlich? Nee, Die es war Aliens. mir zu. Es hat praktisch den ein Plot in den ersten zwei Folgen aufgemacht und dann das komplette Konstrukt in die Tonne gekloppt und was ganz Neues angefangen. Und ja, Naja. das hat mich so ein bisschen da. Na gut, also es geht darum, dass Aliens die Erde angreifen, vom Mars aus, wieder mal. Und die heißen Beta. Und das war seit 1973. Und seitdem, also 30 Jahre schon circa, bis zu dem Zeitpunkt, wo das dann die Serie dann spielt, versucht halt die Erde sich zu wehren. Und hat dann die neue Generation von Mechas, sagen wir jetzt mal, eingeleitet. Und die Abkürzung ist TSF,
von Tactical Surface Fighters. Auf Englisch halt. Und mit denen versuchen sie jetzt diese Beta zu vernichten, damit sie endlich einmal wieder halbwegs Frieden haben auf der Erde. Und die Main-Charakter sind die Yui Takamura und der Julia Bridges. Und ja, im Prinzip habe ich damit schon ziemlich alles gesagt, weil sie eben versuchen, wieder mal die Welt vor Aliens mit Mechas zu beschützen. Ja. Also eine durchschnittliche Mecha-Serie. Eigentlich schon, ja. Ja. Yeah. Also Gundam meets Mars Attacks. Nur, dass Mars Attacks ein bisschen mehr Humor drin hatte, ja. Das ist schlecht, weil ich persönlich finde, dass Mars Attacks nicht lustig war. Also tut mir leid. Okay. Ich hab nie den Humor bei Mars Attacks verstanden, weil es ist schwarzer Humor, aber nicht der Art von schwarzer Humor, den ich mir unbedingt wünschen würde für so etwas. Und das ist traurig. Knack, 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 knack. Die Erde ist rund, die Saat sieht, das Euter melkt. Was? Weil es war einfach nur ein Clusterfuck an Hollywood-Berühmtheiten, die irgendwie da waren. Es war schön, wieder mal Michael J. Fox in Aktion zu sehen, aber ansonsten. Und das war doch, glaube ich, sogar so. Das war irgendein Sammelkarten, irgendwas, die Figuren, die Aliens. Und hat halt irgendein Hollywood-Schreiberling eben die Karten bekommen. Hat gesagt gekriegt, ja, mach da mal eine Story dazu. Mhm. Und dann hat er die komplette Story von Mars Attacks geschrieben. Hat dann mal hinten auf die Karten geguckt und hat gesehen, dass da eigentlich schon eine Story dazu existiert. Ah, naja. Toll. Wow. Ja, und heute nennt man sowas Michael Bay. Ja. Mhm. Nee. Nee. Mhm. Ja, na, so nennt man heute dann so Filme wie Pixel. Wie was? Pixel. Ja. Wenn du es nicht gesehen hast, schau auf YouTube den Trailer an. Nichts sagen. Ja. Nichts sagen. Schau dir den Trailer an. Geh und schau dir den Trailer an. Na, machen wir es dann später nachher. Machen wir es nicht jetzt. Später. Schau dir den Trailer an. Du wirst dich freuen. Wie ist es? Pixel. Pixel. Ja. Einfach, nicht, wie das Ding im Bildschirm. Warte. Ja. Warte bis zum Schluss, bis wir hier fertig sind. Dann schaust du an. Ich will eine Live-Reaktion auf diesen Trailer sehen. Das ja, bitte. Okay. Bitte, das möchte ich live hören. Okay, lass es. Nicht jetzt. Du wirst dich freuen und dann wirst du schreien und egal, lass es. Okay. Gehen wir jetzt wieder mit Move, Loof, Alternative, Total Eclipse. Generischer Mecha, wieso sollte er hier bei uns erscheinen? Also weil es eben Mecha ist. Oder? Ja. Okay. Nein, es ist... Darf ich nochmal dazwischen fragen, wird es nochmal... Ich sag mal so, wie in den ersten zwei Folgen hinten raus. Boah, ich muss gerade überlegen, wie die ersten zwei Folgen waren. Das war die, wo alle gestorben sind. Nein, ich glaube, es wird besser. Ein bisschen später sterben noch mal ein paar Leute, ja. Aber nicht alle. Okay. Definierst du das als besser? Naja... Das ist immer so eine gemeine Ansicht. Ich sag's mal so, die ersten zwei Folgen von der Serie waren ziemlich am Mindfuck. Okay. Also da ging's wirklich, ja. Ich habe jetzt diese geniale Szene aus dem uralten, diesen 1990er Version von Münchhausen im Kopf, wo sie im Vulkan sind gerade. Bei den Zyklopen und bei dem komischen Schmied. Du kennst wieder Zeug. Yeah. weil da kommt so eine geile Szene vor, wo sie eine interkontinentale Atomrakete vorstellen und da ist das quasi ein toller Spruch drin, sie quasi und sie bringt alle um. Ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Schafe, ihre Rinder. Alle gehen über den Jordan. So quasi. Ungefähr so stellen wir es gerade vor irgendwie. Ja, das beschreibt so schön die ersten zwei Folgen, okay, ja. Okay, das ist dann gut. Das muss ich mir wenigstens mal die ersten beiden Folgen nochmal anschauen. Massengenozid ist immer lustig anzuschauen, wenn es gut gemacht ist, zumindest. Okay. Dann haben wir go. Okay.
dann immer wieder zu Angriffen aus dem Weltall. Oh, nee, echt? Ja. Zwar mit Space Battleship Yamato 2199. Die wohlgemerkt 2012er Version. Genau. Die 26-teilige OVA Remake der Originalserie. Ja, mit dem Original-Soundtrack und yeah. Genau. Eine der guten Versionen zumindest, sagen wir jetzt mal so. Nicht die verkatteten Sachen, die sie in den 90er gebraucht haben. Ja, es geht im Grunde um ich bin tüchtig erkältet, tut mir leid. Achso, ihr braucht das Mikro aus. Ich musste gerade mal kurz schniefen und mich räuspern, dass ich mit euch auch dass ich auch reden kann. Ja, ist okay. Also, es spielt auf der Erde, nachdem die Erde von Außerirdischen angegriffen worden ist und weitestgehend in eine riesige Wüste verwandelt wurde. Hm. Nuklear, verseuchte Wüste. Nuklear! Das Wort ja, Nukular, ist das Wort, was sie suchen, das heißt Nukular. Ach, was soll's? Nukular. Ja, die Menschheit hat nach allen Berechnungen noch so circa ein Jahr zu leben. Und deshalb wird das Raumschiff Yamato, das auf praktisch auf Grundlage des Zweiten Weltkriegs Kriegsschiffes Yamato gebaut wurde, mit Alien-Technologie ausgestattet, auf die Reise geschickt, um sich mit einem anderen außerirdischen Volk zu treffen, das verspricht, die Menschheit zu retten. Dabei müssen sie natürlich des Öfteren gegen ihre Gamilanischen, also die bösen Aliens, Gamilanischen Widersacher antreten und es entsteht also eine sehr, 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 sehr spannende, sehr, sehr interessante Geschichte, Weltraum, Action, Story vom Allerfeinsten. Mhm. Und auch dazu sagen, falls du so Fan von so Sachen wie zum Beispiel Iron Sky bist, wirst du mit dem definitiv sehr viel Spaß haben. Ja. Die Details sind jetzt dahingestellt, man hat aber auf jeden Fall sehr viele interessante Vibes von einigen Stellen. Naja, es ist machen wir es kurz, die Aliens sind im Grunde Weltraum-Nazis. Oh yeah, nicht aber im umschreibenden Sinne, sondern wirklich, ja! Es sind Weltraum-Nazis. Sie heißen sogar so, es ist Wahnsinn, es ist wirklich wow. Man merkt aber, aus was für einem Zeitalter die heißen, warte, ich guck mal kurz, wie heißen sie alle. Zum Beispiel gibt es ein Elk Dommel. Also ich glaube, irgendwo gab es auch einen Gör. Oh Mann. Also es gibt hier, die Allegorien und die Beschreibungen sind hier, Umschreibungen zumindest, sind hier, sagen wir es mal so, mikromäßig haardünn. Okay, also du merkst einfach, auf was für einer Grundlage es basiert und aus was für einem Zeitalter das kommt einfach. Und es ist ja bei weitem nicht eben quasi, oh meine Güte, das darf man doch nicht sagen. Das ist nicht so gemeint, weil das ist anderer Kulturkreis. Die sehen das ganz anders als wir. Also, und wo man halt überempfindlich hier bei uns ist, ist es eher ein Witz dort. Also, ne. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Geile Serie. Ja. Wer auf Weltraum, Action steht. Mhm. Alles so, ja, wie soll ich sagen? So eine Mischung aus Raumschiff Enterprise und Star Wars. Ja, mehr Enterprise, aber die gute Enterprise. Ja. Nicht die Enterprise, die zum Schluss kam. Sondern so Oldschool Enterprise mäßig. So quasi, in der Richtung. Mit Action, die man eben aus anderen mehr actionlastigen Sachen wie Star Wars oder vielleicht auch so in Richtung Battlestar Galactica. Ja, das wäre fast näher zu schreiben. Ja, Battlestar Galactica mit Star Wars. Ja, in der Richtung, ja. Vor allem, ich möchte auch unbedingt immer die Live-Action-Adaption, also wirklich sehr empfehlen, die es auch vor ein paar Jahren hier bei uns zu kaufen gab und noch immer gibt. Da ist zwar der komplette
Gamilas Ja, Alien-Sache sie haben das Ganze. ausgeschnitten, Ja, aber aber es ist trotzdem ich meine, gut. ja, dafür, dass man es in 2 Stunden pressen muss, ist es wirklich Ja, vor allem sie haben gut. die Artworks, die Designs und alles und die Form, die Ja. Charaktere super getroffen, also. Der Einzige, der mich ein bisschen, also der mir nicht so ganz gefallen hat, war Japano-Scotty. Oh, komm schon, ne, der war cool, ne. Ja, Ich aber hab so gewartet, es war einfach, was. du sitzt da und du denkst dir, wer Ja. hat diese billige chinesische Scotty-Kopie da hingesetzt? Aber Er war cool, es war cool, es war super aber es war wirklich, anzuschauen. ja, Ich habe so gehofft, also dass es war. irgendjemand so eine Fan-Dubs-Geschichte war. Sagt, du machst mir keinen Captain. Irgendwie so das, die Originals konnte ich mit drüber synchronisieren und Ending stellen. War so genial gewesen, ehrlich gesagt. Wow. Aber mir hat das gefallen, das war sehr laut. Also alles andere, weil die Designs von die Cockpits, von den ganzen Aufbauten, allein vom Start am Anfang war genial gemacht. Dafür, dass es eben wie gesagt, eine runter reduzierte Version ist, ist es klar, dass nicht alles drinnen sein kann und dass die Story größtenteils mehr zusammen Schlachthausen haben müssen, aber Und es ist vor auf allem hat jeden es Fall, sich dann hey, auch. besser als wenn es die Amis gemacht hätten. Ich habe mir auch. Jederzeit. Ja, na, na, vor allem habe ich mir überlegt, ich habe das Ding geguckt und das sieht ja auch genial aus. Bis auf so ein bisschen ein paar CGIs bei den Aliens, die sind ein bisschen schwach. Aber Ja. alles, was Weltraum ist, Weltraumschlachten, alles, das sieht klasse aus. Einfach Ja. genial. Geister Und dann habe Warp-Out ich mal. ever. Also wenn du sagst, oh Dann ja, habe ich. der Warp-Drive, der Enterprise schaut super aus. Oh, die Warp-Drives aus den neuen Enterprise-Sachen oder den neuen Filmen schauen super aus. Nee. Da haben sie wirklich mal einen geilen Warp-Out gezeigt. Dieses komische, das ist fast wie aus einer Fensterscheibe rausspringendes Wassereffekt, so quasi. Der war echt genial. Also, den haben sie wirklich gut übernommen aus der Originalserie. Und dann habe ich mal geguckt, habe ich mir gedacht, na, die müssen ja echt Budget gehabt haben. Und das war gar nicht mal so viel. Nee, nee, Das nee. waren, glaube ich, so irgendwas 20, 23 Millionen Dollar, die Budget hatten. Und das sieht wirklich, Ja, aber das ist noch da kriegst du, Arbeit. da, ja, das ist Mühe. Ja, das ist Leistung. Oder dir, da hätte wahrscheinlich Michael Bay hätte die 21 Millionen in 3 Szenen schon vor Blasen Nee, gehabt. in einer. In einer. Ich weiß, dass in einigen Transformers-Szenen mehr als ein paar Millionen eingegangen sind. Also. Nee, also. Die hat er schon wahrscheinlich früher verblasen. Das ist allein das Catering für ihn, wahrscheinlich für einen Tag. Ja, wahrscheinlich. Und ja, also da habe ich dann. Also für alle. Hat mich beeindruckt, was die geschafft haben mit doch relativ für die Verhältnisse, was ist Ja, bescheidenen weil Mitteln. dort die Kinos auch nach dem Prinzip funktionieren, wir arbeiten und verdienen uns das Geld. Nicht, wir machen billigen Videokram, Marke YouTube und hauen dann das 80-fache des Werts an Spezialeffekten in der Nachbearbeitung rein. Die machen vorher die Sachen schon richtig. Es ist auf der Blu-ray Ja, und auf der und DVD sind zum vor allem, Beispiel VFX drauf, wo man sieht, wie sie es gemacht haben. wir machen einen Film, der uns 150 Millionen kostet, dass wir am Schluss in der Werbekampagne, die uns 300 Millionen kostet, sagen können, der Film war 150 Millionen wert. Und dann wundern wir, warum sie So ist es pleite ja gehen. mittlerweile. Ja, ist leider so. Ja. Und solche Sachen gehen dann meistens wieder unter. Ist, finde ich, schade. Aber wie gesagt, Space Battleship Yamato 2199. Als Neuauflage, wie gesagt, es ist keine Neuauflage der Storyline, es ist die gleiche Storyline und eben bessere Optik, ein paar Tweaks hier und da, aber die Figuren sind gleich geblieben, die Story ist gleich geblieben. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Und es ist auch schon seit letztem Jahr anscheinend, es ist draußen bei Voyage Entertainment, sowohl in Großbritannien als auch in England zu haben. In Großbritannien und in Amerika, Entschuldigung. Yeah. Und wenn du Fan von Space Opera Sachen bist, dann ist es sowieso fast ein Musskauf. Also, must have, würde ich fast sagen. Ja, also für Space Opera Sachen, also, yeah. Jetzt bin ich dran, oder? Ja. Okay, dann kommt mein letzter vierter Teil. Oh, und da schließe ich ab mit etwas Lustigerem. Mitsu Domoe. Etwas, wo ich auch gedacht habe, dass es irgendwie zu uns geht, weil der Humor dermaßen. Oh Mann, ich würde nicht unbedingt sagen, South Park-Niveau erreicht, aber doch recht in die untere Gürtellinie. Also, wenn du wirklich
Wortspiele, wo mir eben der Gedanke kam, allein die Wortspiele hier wären super auch auf Deutsch oder auf Englisch umzusetzen. Und Crunchyroll hat die Lizenz im Simulcast draußen gehabt. Aber leider muss ich jetzt sagen, dass ich glaube ich keinen DVD oder Blu-ray-Release davon gesehen habe bis jetzt. Also zumindest im englischen Bereich, bei uns auf jeden Fall nicht. Die Grundstory ist eigentlich recht simpel. Du hast Schulalltag mit einem jungen Lehrer und einem Dreigespann von Mädchen, ein Geschwisterpaar, wo immer wieder wissen, diesen drei Schwesterkombinationen sind, die ich meistens aufbringe, wo es auch als Untertitel gebracht wird, The Good Girl, The Bad Girl and The Scary Girl. Du hast einmal die überdrehte, voll energiegeladene, immer freundlich, immer happy drauf, die wirklich immer nur auf, ich bin so happy, ich bin so glücklich und alles ist super für sie. Dann hast du die etwas, sagen wir so, mehr High Class, obwohl es eigentlich mehr ja Down Class ist, so Marke, wow, so eine weibliche Version von Larry the Cable Guy fast schon. So Marke, ja, ich bin mehr wert als alle anderen, die sich von sich selbst ein bisschen höher einschätzt, als sie eigentlich ist und sag mal, definitiv ein bisschen mit Gewichtsproblemen kämpft in jungen Jahren anscheinend schon, weil das ist ein Plot, der andauernd auftaucht in fast jeder Episode. Und weil jeden wie Dreck behandelt. Also wirklich, sie ist so einer von diesen typischen Arschloch-Charaktere, die immer eins auf die Fresse bekommen. Und natürlich ihre jüngste Schwester, die mehr oder weniger das Mädchen aus der Ring ist. Ohne Scheiß. Weil sie ist ruhig, hat lange schwarze Haare, meistens zu einem Dutt gebunden, aber geht auch meistens mit langen schwarzen Haaren durch die Gegend. Ist leise, liest immer in einem Heft, wo keiner weiß, was drin ist, was anscheinend nicht ganz normal ist. Und alle haben Angst vor ihr. Das war, glaube ich, nicht ganz jugendfrei. Das auch anscheinend, weil das wird an einigen Stellen irgendwie so implantiert, dass sie quasi, oh, ich habe den Himmel gesehen. Und einige von den Tippen bekommen jetzt mal ins Gesicht gepresst und auf einmal fallen sie um mit Nasenbluten. Also muss da irgendwas drin sein, was nicht aus jugendfrei ist. Die Implizierung. Und es ist eben mehr so, diese Schulstory, es ist aber die etwas grunchigere South Park-Version von Asumanga Daio, kann man fast sagen. Und du hast diese ganzen typischen Wortspiele, weil sie bekommen zum Beispiel einen Klassenhamster, der Nippel heißt. Und allein dort die Wortspiele und Missverständnisse dort sind genial. Einfach nur, weil du hörst quasi, wie sie ihren Hamster bejubeln, weil er irgendein Kunststück gut machen kann. Und sie Nippel, Nippel, Nippel. Draußen alle Lehrer am Gang. What the fuck? Was macht der mit den Grundschülern da drin schon wieder? Und wow, ehrlich, du hast. Ehrlich, ein Haufen Einspielung, weil du hast auch so eine nacherfundene Sentai TV-Serie, so Gachi Ranger zum Beispiel. Also die Grundlagen für die meisten Power Ranger-Sachen, die meisten wahrscheinlich eher kennen würden, also als die Sentai-Sachen zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall derbster, schräger Humor, vor allem der Vater von den drei Mädels ist genial, weil er eher ausschaut wie meiner einer in ungefähr 10 Jahren. Ehrlich, also es geht nur um Missverständnisse und schrägen Humor in der Schule mit Grundschülern, so um die 10 bis 12 Jahre alt ungefähr. Wow, also auf jeden Fall nichts für die einfachen Gemüter, würde ich sagen. Einfach nur weil, okay. Yeah, bösartig. Es ist mehr oder weniger South Park Niveau. Nicht ganz so schmutzig in dem Bezug, aber halt eben auch an einem grenzwertigen Level. Ja, also mehr kann man merken, also ohne dass jetzt die einzelnen Episoden aufzählen anfangen, was ich leider nicht kann wahrscheinlich, aber wie gesagt, ebenfalls hat es nur. Anscheinend, also es gibt bei Amazon UK anscheinend nur One-Scrolls und ein paar Figuren zu kaufen. Und man bekommt den Hamster zu kaufen als Plüschtier, als Japan-Import. Man bekommt Nippel zu kaufen. Das ist wenigstens etwas. Ja. Und er hat hier Mitsudomoe Chikubi stuffed. Man bekommt einen gestopften Nippel. Ja, weil Chikubi heißt zum auch. Zum Kuscheln. Ja.
Kuschelnippel, wow. Also, wie gesagt, anscheinend gibt es leider keinen Release, auch nicht im englischen Bereich. Außer eben bei Crunchyroll, und da ist die Frage, wie lange sie die Lizenz haben, da ebenfalls auch diese Serie aus 2010 ist und auch im Simulcast lief. Vor 5 Jahren. Und, naja, schade irgendwie. Und wie gesagt, das Erste, was ich mir bei dieser Serie immer gedacht habe, ist, der Humor ist so grenzlich, aber von der Synchro her werden die Witze leicht umzusetzen, weil sie mehr oder weniger nur so auf Wortspiel arbeiten und da war nichts dabei, was wirklich großartig irgendwelchen kulturellen Hintergrund hätte in Bezug auf japanische Popkultur und so weiter, bis auf ein paar kleinere Sachen. Schade eigentlich. Okay, damit wäre meine 4 Fernsehs abgearbeitet. Madame, was habt ihr noch? Was? Wir haben doch nur 4. Okay, dann sind wir durch, oder? Ja. Du hast den schon, als ich gedacht habe. Hurra! Heute mal, schneller, wir haben es unter 2 Stunden geschafft. Wir sind jetzt bei Skype bei 1 Stunde und 55 Minuten ungefähr. Das heißt, wir haben ungefähr 1,5 Stunden. Yay! An Material, das ich irgendwie zusammenschneiden muss. Auf jeden Fall, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Ein bisschen wieder mal unorthodox und sicher schwer anzuhören, aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen was Lustiges dabei. Das mit Soundcloud werde ich jetzt wahrscheinlich im ersten Sinn noch lassen, weil anscheinend sie da irgendwie noch nicht ganz. Sagen wir es aber so, ich bin noch nicht bereit, mir noch extra Stunden zu kaufen oder Zeit zu kaufen für einen Dienst, den sowieso bei uns hier niemand anhören wird wahrscheinlich. Anscheinend haben sie die Lizenzbedingungen dort wieder geändert und es sind nur noch limitierte Zeitfenster offen. Sorry. Auf jeden Fall dann, bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann wieder mal mit Video. Keine Ahnung. Wenn nicht, war ich wieder faul und wollte Leute quälen. Ich sehe nochmal danke an Tamago und Lilian. Bitte, bitte. Und allen noch, also da das Ding wahrscheinlich erst morgen oder also wie gesagt erst am Mittwoch oben sein wird und die meisten es wahrscheinlich erst im Laufe der Woche hören wollen. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich wochenendsmäßig. Bis mir was einfällt und tja. Ciao. Bye bye. Ciao.